Servus Leute, willkommen zurück zu Project Zero. Ich habe jemanden dabei. Genau, nämlich mich. Ja, Miku. Nein, Schmack-GLP ist mit dabei. Richtig. Da du ja die anderen Parts nicht gesehen haben kannst, logisch, weil ich sie noch nicht gerendert habe. Die Kurzversion. Manchmal ist Miku mein kleines Schätzchen und manchmal ist sie eine dumme Schlampe. Ich glaube, das trifft's ziemlich genau. Das Ja, Sein. in manchen Sachen ist sie halt ein bisschen sehr Unbeholfen. langsam. Es geht mir nicht um die Geschwindigkeit, es geht mir darum, dass sie einfach mal nicht so eine Tür auftreten kann. Nein, da will ich nicht hin. Weil du hast ja selber gemerkt, ich öffne die Türen mit X, da ist kein Problem. Und jetzt werde ich dir gleich zeigen, was los ist. Könnte übrigens sein, dass das ein sehr, sehr kurzes Video wird, weil wenn ich da nicht weiterkomme, was soll ich dann sonst machen? Ich habe schon. Da war die ominöse Spalte. Ach, die ja. So. War das die Tür? Nee, die war es nicht, oder? Doch, die war's. Du hörst. Die macht die Tür nicht auf. Das regt mich voll auf. Mach die Tür auf. Muss ich weiter wegstehen? Das ist eine Taschenlampe. Schmeiß die auch dagegen. Eigentlich müsste man nicht weiter wegstehen. Ich drück X, ich drück Kreis, bringt nichts. Ich drück Dreieck, bringt auch nichts. Ich drück Viereck, bringt auch nichts. Hol aus das Bein und tritt drauf. Ah, du siehst, was für ein Problem ich habe. Aber das Zahlenrätsel hast du, glaube ich, gemacht mit der Kamera. Meinst du das da? Ja, genau, das müsste es gewesen sein. Das habe ich noch nicht gemacht. So, 3, 4. Ja, das da sind die Zahlen Ah, oder es wie auch stimmt. Ich glaube, immer. du musst zuerst das Rätsel machen, damit du die Tür betreten kannst. Es wird irgendwo einen Hinweis geben. Plan für meinen nächsten Roman. Yunsei Takamine. Eine Reihe von Morden in einem Dorf auf dem Land. Nacheinander tauchen immer mehr Leichen auf. Moment, das habe ich doch schon gelesen, oder? Etwas der Legende. Alles, wo nicht neu dran steht, hast du schon gelesen. Nihimuro wurde bekannt als Wohnsitz. Vollkommen geheim. Doch, das habe ich doch schon gelesen. Das hilft uns nichts. Schon so so verschiedene Rituale. Das habe ich auch schon gelesen. Das ist ganz bestimmt das ideale Thema für einen. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Gut, was sagen die Schnipsel? Geheime Rituale der Familie Himuro. Viele Rituale und Bräuche sind seit Generationen der Familie Himuro überliefert. Moment, das habe ich doch auch schon gelesen. Ja, weil alle tot sind. Ja, das bringt Unheil, wenn man Fenster offen lässt. Das habe ich doch schon alles gelesen. Ja, das hat alle Spiegel vernichtet. Die fünf Spiegel kommen irgendwann zusammen. Dann Das Gefühl, du hast die Pfeile noch nicht, die dir die Antwort verrät oder dich drauf bringt. Du hast ja gesehen, was sich so leicht entziffern ließ unter dem Steindingens. ja.
Moment, die Tür war es, die nicht aufging, genau, weil die so hell ist. Wie du hörst, drücke ich die Taste bis zum Erbrechen. Ja, aber ich glaube, das Spiel scheint zu wollen, dass du zuerst das Rätsel machst, bevor du durchkannst. Ich habe doch schon alles eingesammelt, oder? Es lag ein kleines bisschen. Kannst du mal schauen, nachschauen, was mir fehlt? Ich weiß es sogar, die Notiz müsste Würgeritual heißen. Die Tür, doch die Tür, ja, die Tür, die klemmt. Das ist normal, die klemmt. Notiz müsste Würgeritual heißen. Wo kriege ich das denn her? Ich war doch schon überall. Ja, die liegen meistens in Schränken, auf Kommoden. Jetzt kann ich die ganze Bude nur wegen so einem Klopapier durchsuchen. Nun ist auf die spanische Wand gemalt. Warum leckt das denn jetzt? Fang mir nicht an wie bei Rise Son of Rome, dass da so ein Mega-Leck kommt und nichts mehr anständig läuft. Vom heutigen Part? Das habe ich gesehen. Ja, da fängt es erst an. Das ist gerade mal der Anfang. Es geht noch schlimmer. Denn in irgendeinem Part gab es so ein Mega-Lag, dass nicht nur das Spiel abgestürzt ist, sondern auch Camtasia und ein kompletter PC. Und da funktionierte nicht mal der Taskmanager. Musste ich ihn abwürgen. Keine Ahnung, wann das vorgefallen ist. Das war wohl grafisch viel. Warst du das? Ich habe gerade was gehört. Hier ist eine kleine Tür. Aber sie ist zugenagelt. Ich kann es nicht öffnen. Und man sieht sogar, dass es laggt. Der Lag wird sogar mit aufgezeichnet. Das ist doof. Das sieht nicht so gut aus. Oh, ich halte den Kopf nicht aus. Soll ich einen Schnitt machen und schauen, wo dieses komische Zettel ist? Ja, würde ich auch sagen. Ja, dann können wir den Anruf neu starten und dann kannst du ihn dann aufhalten, weil könnte sein, dass es daher kommt. Alles klar. Und ich habe schon gemerkt, dass da die Zeit dann weiterläuft, wenn ich Start drücke, aber egal. Habe ich eben am Ende eine übermenschliche Spielzeit, also bis gleich. Bis gleich. So Leute, wir sind wieder da. Mit dem blutigen Herzen. Ja, das sind wir. Anscheinend. Moment. Der Sound sich jetzt verstellt oder? Ja gut, anscheinend war es wirklich ein Spielfehler. Oder ist es wirklich ein Spielfehler? Das ist natürlich schön. Scheiße. Ja, weil eigentlich sollte die Tür aufgehen. Da sind nämlich so komische Zahlen drauf. Auf den Türen. Ich glaube, die Schriftzeichen 1 und 2 waren das. Aber naja, ich muss ihnen wohl die Kombination ansagen und hoffen, dass sich dieser Spielfehler im Verlauf des Spiels wieder ausgleicht. Ich verstehe das nicht. Nur bei den beiden Türen ist das. Bei den anderen bisher nicht. Scheiße, ich habe mich bloß gerade nicht auf beschäftigt gestellt. Idiot. Bitte lass das nicht sichtbar sein. Und wenn doch, dann scheiß doch drauf. Ja, es ist sichtbar. Idiot. Na, egal. Lass mal das. Es laggt schon wieder. Ich kotz gleich. Was ist denn los, PC? Ich weiß, Rise Son of Rome hat dir nicht gut getan. Obwohl ich die Grafik da eh schon aufs Minimalste runtergeschraubt habe, aber trotzdem. Ist kein Grund, dass du Miko jetzt auch noch damit auf den Sack gehst. Hallo Tür, die du nicht aufgehst, ich hasse dich. Das ist bisher der schlimmste Feind in dem Spiel, die Tür. Die andere Tür geht auch nicht auf. So, die da. Sorry, dass ich jetzt so viel skippen muss, aber wenn das Spiel scheiße zu mir ist, muss ich im Scheiße zum Spiel sein. So einfach ist das.
Das Ganze ist jetzt quasi wie eine Uhr aufgebaut, nur eben in die andere Richtung. Dachte ich mir schon. Du stehst quasi laut dem Zeichen auf der 0. Das So, nächste wäre eine 1. So geht's weiter. also 2. das da. Das glaube ich schon die 9. Also die 1 auf der anderen Ach so, Seite. links rum. Na gut, und wie gehen die Zahlen? Laut der Lösung ist es 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. Nichts geschieht. Vielleicht so, 1, 2, 1, 3. Nichts geschieht. Vielleicht ist der 1 ganz oben. 1, 2, 1, 3. Ne, dann im links rum. 1, 2, 1, 3. Oder Spieletipps hat irgendwie Quark geschrieben. 3669 mit rot markiert. 3669. Aber war das eine andere Tür? Na egal, versuchen wir es einfach mal mit 3669. Im Moment 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Muss ich ja zuvor dieses Dokument finden? Das wäre aber schön blöd, weil dann heißt das, dass ich das Spiel an dieser Stelle abbrechen muss. Weil ich es nicht weiterspielen kann wegen der Tür. Ach, das muss ich gerade mal nachgucken. Tja, derweil, was ist denn sonst so deine Meinung bis jetzt im Spiel? Ziemlich geil, aber das hier ist jetzt echt beschissen. Was denn? Warum was denn? Oh, schaut Leute, ich mache Werbung. Wiener Zuckerl sind ziemlich geil. Die sind echt ziemlich geil. Aber ich esse sie selten, weil sie teuer sind. Okay, was kosten die denn so? Weiß ich nicht, ganz 50 oder so. Das Säckchen ist nicht ganz so groß. Aber naja. Irgendwann muss ich mir auch mal was gönnen. Ich muss mir merken, der vorherige Part ging ungefähr so 8, 9 Minuten. Irgendwie sowas. Ja, ist natürlich ärgerlich, dass du die Tür nicht aufbekommst. Ja. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich am Spiel liegt. Oder doch, in dem Hinsicht schon, aber nicht daran, dass ich es gebraucht oder so gekauft habe. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das deswegen so billig bekommen habe. Oder vielleicht doch. Das wäre natürlich schön blöd. Hast du unten jede Tür ausprobiert? Ja, da unten sind drei Türen. Die da kann ich ansprechen, die anderen beiden nicht. Weil bei den anderen beiden passiert nichts. Das da ist die helle. Da hämmer ich drauf wie ein Bekloppter, aber Miku meint zu fein zu sein und die Tür einzutreten. Das ist eine Ausnahmesituation, Miku. Jeder normale Mensch würde da anständig handeln, aber du? Nein, ich bin ein kleines Mädchen. Ich bin zu schwach dafür. Ich möchte keine Türen eintreten. Wow, ich kann die Taschenlampe schwingen. Wuppdiwuppdiwu. Okay, das funktioniert, weiß ich auch nicht mehr. Diese Taschenlampe. Ich spüre die Macht der Taschenlampe.
Gut, jedenfalls die Tür funktioniert nicht. Das ist schon mal ärgerlich. Die andere funktioniert auch nicht. Was hat dieses Spiel gegen mich? Ich find's gut und das Spiel meint so, nee, ich will nicht vom Wolf gespielt werden. Vielleicht hat's was mit dieser Spalte da auf sich. Durch die Ritzerwand fällt Licht. Da sind, glaube ich, manchmal Items, sagt Spieltipps zumindest. Sollte man sich quasi also merken. Das beste Item nützt mir jetzt auch nichts, wenn ich die Tür nicht aufkriege. Muss ich die Tür fotografieren, kommt da hinten ein anderer Ort. Hallo Tür. Vielleicht muss die ganze Tür im Foto drauf sein. Eigentlich, wenn die Tür als grün bezeichnet wird auf der Karte, weil die roten waren ja abgeschlossen, müsste sie eigentlich aufgehen. Normalerweise ja. Aber guck, die Türen sind grün, ich krieg sie nicht auf. Was ist das? Das versaut mir das ganze Let's Play, das ist unfair. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Technomatch ja, das hat sich jetzt gelöst. Kommt das nächste jetzt Problem. Jetzt ist Project Zero. Das ist ärgerlich. Bei Rise gibt's 1000 Lags. Immer wieder, dass mir auch das Spiel versaut. Was soll ich was tun? Ich raste gleich mal aus. Was hat Osuma an Technomage nochmal gesagt? Unser Sorgenkind oder so? Ja, von wegen. Irgendwas. Weil irgendwie bei nichts ganz funktioniert. Mich bezeichnet er so, weil meine Technik sowieso am Arsch ist. Weil irgendwie funktioniert bei mir gar nichts richtig. Das einzige Projekt, was bei mir bisher noch nie Probleme gemacht hat, ist der Little Lily Princess. Und da komme ich nicht weit, weil ich zu blöd bin, Englisch zu übersetzen. Vielleicht hier irgendwas. Aber zumindest sollte es ein Spielfehler sein, hast du zumindest den Speicher noch. Das heißt, alles Neuspielen schon mal ausgeschlossen. Ich habe auch schon versucht, die PS2 mehrfach zu resetten. Das hat auch nichts gebracht. Ist auch schon mehrfach auf der Aufnahme zu sehen. Ich meine, ich kann es gerne nochmal machen. Bitte. Au. Jetzt hätte ich mir fast die Rippen weggeknackst, weil ich mich direkt über die Lehne gelehnt habe mit der untersten letzten Rippe. Du dumm. Bei diesen Sesseln sind leider Gottes die Lehnen ziemlich hart, nicht so wie beim anderen. Beim anderen waren sie schon weich. Ah, ist das bescheuert. Moment, ich hänge mich auch gleich auf, werde auch gleich zum Geist. Man merkt schon, dass das Spiel mir auf den Sack geht, weil ich anfange rumzublödeln. So, Spiel laden. Ja. Vielleicht liegt es an der Memory Card, vielleicht darf ich den ersten Speicher einfach nicht wählen. Vielleicht bin ich zuerst in die falsche Tür gegangen. Also Speicherbugs sind mir nicht bekannt bei dem Spiel. Das sehe ich auch gerade zum ersten Mal. So, Miku, jetzt sei ein braves Mädchen und mach die Tür da unten auf. Wenn nicht, dann bist du eine blöde Bitch und landest du auf der nächstbesten Straße auf dem Strich. Okay? Sehen wir mal, was Miku lieber macht. Will sie auf dem Strich landen, auf der Straße und jeden 0815-Typen nehmen oder will sie ein braves Mädchen sein? Da gefällt mir das mal, vielleicht bringt's ja was.
Hübsches Bild, danke. Und die Türen, die gehen alle auf. Alles kein Problem. Und auch hier der Schrank. Schrank aufmachen. Kein Ding. Jetzt muss ich den Spiegel davor ansprechen. So, Miko. Warum gehst du nach rechts? Ich drück nach links. Die geht schon mal nicht. Ei, 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 ist das ärgerlich. Wann sind sie jetzt fast bei 20 Minuten, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe? Die geht auch nicht. So ein Mist. Ganz im Ernst, die ist eine blöde Sau. Langsam regt sie mich extremst auf. Ja, was soll ich tun? Game over. Ich kann das Spiel nicht weiterspielen. Zwei Optionen wären, entweder eine andere Spielversion sich zulegen, weil die scheint offiziell fehlerhaft, die scheint fehlerhaft zu sein, wie es aussieht. Oder probieren auf Glück, dass du nochmal einen neuen Spielstand machst, bis dahin zockst und wenn die Tür immer noch nicht aufgeht, dann ist es offiziell ein Spielfehler. Sucht man mal was. Oh, meine Webcam. Ah gut, jetzt geht sie wieder. Ich dachte schon, ich habe meine Webcam, jetzt sind die zerstört. Das wäre natürlich schön blöde. Ich habe ja noch einen zweiten Spielstand. Stimmt, vielleicht von einem älteren Spielstand aus. Und ich merke gerade selber, dass das Spiel schon wieder laggt. Es ist nicht wahr. Spiel, was tust du mir an? Ich habe dich gelobt und du trittst mir in den Schritt. Das habe ich doch echt nicht verdient, oder? Nee. Ich würde es mich gerne einzahlen, mit denen ich ihr auch in den Schritt trete, aber ihr macht das nicht so viel aus wie mir. So, zweiter Spielstand. Und was will sie machen? Mich fotografieren, ja, und weiter. Bin ich nicht fotogen, dann zeigt sie mir das Foto, denke ich mir, boah, bin ich hässlich. Aber mehr passiert nicht. Dann gibt es nur noch mehr Rache, dann hat sie mich provoziert. Was sie jetzt auch schon die ganze Zeit macht. Jetzt laggt's noch mehr. Spiel, was ist los? Du hast heute echt deine Tage. Ich mein, okay, es wird wahrscheinlich vor dem Langarmgeist sein oder nach dem Langarmgeist. Das weiß ich nicht. Wir werden es gleich sehen nun. Dann müsste unten ja dann lang angewest kommen, wenn es davor ist. Ich wette, ich erschrecke mich jetzt. Irgendwo erschrecke ich mich jetzt bestimmt. Weil ich nicht mehr weiß, wo das war. Ja, das ist zu. Muss ich vielleicht die Kerze fotografieren? Mehr Kerze. Nee, das müsste nur machen, wenn es ein... Was wenn im blauen Kreis davon? Ja, das Spiel weiß mit Kameraperspektiven gut. Ja, das Spiel laggt aber auch gerade. Jetzt komm schon, Miko. Sei ein Schatz und mach die Tür auf. Schon Licht. Ich kann mir jetzt nicht sehen, was leuchtet. Das ist die Spalte. Ja, einfach mal Fotos knipsen. Miko, die Hobbyfotografin. Hallo, Miko. Ja, brauchst gar nicht so gucken, Miko. Ich mach gerade einen blöderen Gesichtsausdruck als du.
Gut, da scheint er schon besiegt zu sein. Gut, Miko, du bist doch jetzt eine Schlampe. Ja, Project Agro oder wie der Part hieß von Sui, hast du ja gesagt. Ich glaube, den Part nenne ich auch so. Oh, ich krieg die Krise. Das glaube ich dir. Ich will geil, auch sauer, noch mal ein Spiel kaufen. Oh. Ja, irgendwie hast du ziemliches Pech dieses Jahr. 2016 ist der größte Bullshit. Ja, was soll ich jetzt tun? Ja, Leute, wie seht... Seht ihr nichts? Vom Weiterkommen her. Deswegen wird wahrscheinlich eine neue Version des Spiels her müssen. So beschissen es auch klingt, aber es sieht so aus, als bliebe wohl keine andere Wahl. Emulator geht nicht, Originalspiel geht nicht. Zumindest diese CD nicht. Ich habe nachgeguckt, die CD hat kein Kratzer und gar nichts. Was soll der Verkacknismus, was ist das für ein Blödsinn? Hast du mal Google gefragt? Was? Deswegen? Was Google zu dem Fehler sagt? Ja, Google sagt, das ist ein Spielfehler. Spielfehler, dass Miko manchmal keine Türen öffnet. Und angeblich sollte es beim Neustart dann funktionieren. Ich habe die PS2 jetzt schon, keine Ahnung, 20, 30 Mal neu gestartet. Bringt alles gar nichts. Gut, man muss bedenken, es war Project Zero 1. Das war noch wahrscheinlich so die Anfangszeit. Da hatte man schon wahrscheinlich noch mit Bugs zu kämpfen. Ja gut, im zweiten haben sie es zwar gefixt, aber es ist trotzdem extremst ärgerlich. Es gäbe Option 2 noch natürlich nochmal das Offscreen bis dahin spielen, wenn es dann nicht funktioniert. Dann müsste ein neues... Dass das was bringt, weil wenn ich jetzt einen neuen Speicherstand mache und das wieder dahin zocke, was sollte sich dann am Spiel ändern? Gar nichts. Ja, dann ist umsonst die ganzen Stunden verpratzt. Umsonst gekauft und alles? Nee, eigentlich nicht, aber da muss ich mich wieder schocken lassen. Oh. Und vor allem jetzt habe ich nicht das Geld, um einfach so nochmal ein Project Zero zu kaufen. Nicht ganz, der Speicherstand ist ja auf der Memory Card vorhanden. Der bleibt auch für andere Versionen. Ja, das weiß ich schon. Ja, ich mache auch Schlitzaugen, hey, ich bin Japaner. Ja, das Teil hier bringt mir rein gar nichts. Zumindest nicht für das Spiel. Ein Glücksbringer? Ja, heilige Christophorus. Schutzpatron der Reisenden, glaube ich. Ja gut, auch so eine Art Geist, aber der kann auch gerade nichts machen. Ja. Jetzt, da wir eh gerade im Stocken sind. Also Leute, ich den Bart schließen. Ja, dieses Projekt wird zumindest, bis ich irgendwann mal ein neues Project Zero habe, abgebrochen. So blöd das auch ist, so sehr ich es eigentlich vermeiden wollte, aber wie ihr seht, seht ihr nichts, weil es geht nicht weiter. Leider ja. Hoffentlich hat es euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn Project Zero irgendwann mal weitergeht. Führt euch. Tschüss. Spiel.